Eine neue Woche heißt eine neue Ausgabe von 7 Meter. Schön, dass ihr reinschaut und heute starten wir mit unseren Europameistern. Zum ersten Mal seit dem Titel im Januar sind die Jungs wieder sportlich gemeinsam unterwegs. In Berlin machen sie sich bereit für die nächsten Auftritte gegen Vize-Weltmeister Katar. Da gibt es ja noch eine offene Rechnung, das verlorene Viertelfinale bei der WM 2015. Wir haben die Jungs beim Training und bei einem ganz besonderen Termin in Berlin begleitet. Zwei Europameister auf einem Selfie. Zumindest sozusagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel gefällt die Bildaufteilung von Uwe Gensheimer zwar nicht so ganz. Ihr eigenes Handy hat sie dennoch nicht gezückt. Zumindest nicht beim öffentlichen Termin. Am Abend vorher. Sie schwitzen wieder, die Europameister. Öffentliches Training, die Presse schaut zu. Daran mussten sich die Jungs gewöhnen, denn Pressetermine gab es in letzter Zeit einige. Besonders für Andreas Wolf. Ja, war sehr anstrengend. Also vor allem die erste Woche nach dem Turnier war ich überhaupt nicht zu Hause oder kaum zu Hause. Und das hat natürlich schon sehr an der Psyche auch gezerrt, weil es doch zwar eine neue aufregende Erfahrung ist, aber eben auch kaum die Zeit war, mal zu Hause das alles sacken zu lassen. Und das schlaucht ganz schön über die Zeit. Inzwischen hat sich aber auch der Torwartheld wieder erholt und der Fokus liegt auf dem Sportlichen. Für die Spiele gegen Katar haben sich Mannschaft und Trainerteam einiges vorgenommen. Erste Lehrgang nach der EM, haben heute schon gut trainiert und spätestens jetzt ist der EM-Titel vergessen. Und jetzt muss man auch beweisen, dass man zu Recht da oben steht und jetzt kommen große Aufgaben und gegen Katar jetzt los. Und da wollen wir zeigen, dass wir auch zu Recht Europameister geworden sind. Zum diesem Zeitpunkt März sind viele Spieler angeschlagen und deswegen haben wir etwas auch großen Kader genommen und wollen das volle Pulle angehen und auf sich spielen. Wieder zurück im Team der Berliner Paul Drucks. Genauso wie Uwe Gensheimer und Patrick Grötzky. Die Löwenflügelzange motiviert und voller Tatendrang. Mich hat erstmal die Nominierung schon sehr gefreut, weil ich hatte ja auch noch nicht viele Spiele seit meiner Verletzungspause absolviert. Und deshalb hat mich das erstmal schon riesig gefreut und jetzt heute das erste Training war auch sehr schön. Ja, ist ein tolles Gefühl, jetzt auch wieder auf dem Feld mithelfen zu können. Und deswegen freue ich mich jetzt auch sehr auf die Länderspiele gegen Katar. Das Team ansonsten nur wenig verändert. Evgeny Pevnov unterstützt für die angeschlagenen Pekeler und Kohlbacher am Kreis. Und Silvio Heinevetter komplettiert die Torhüterriege. Vor den Spielen gegen Katar hieß es aber noch, raus aus den Trainingsanzügen und schick rein ins Kanzleramt. Wie schnell doch auch Menschen, die sich nicht jeden Tag mit Handball beschäftigen, dann zu begeistern sind, sich rudimentär mit den Regeln befassen und anschließend dann einfach auch zum Jubeln kommen. Und das war ein wunderbares Markenzeichen ihrer Anstrengung, Lust an Sport, Freude an Sport, Willenskraft und dass man da so vieles schaffen kann. Apropos Markenzeichen. Uwe Gensheimer und Johannes Selin haben sich wohl intensiv mit dem von Angela Merkel beschäftigt. Die Raute zweimal in Perfektion. Ab sofort heißt es aber wieder Fokus nach vorn. Mit viel Rückenwind, auch von der Kanzlerin, startet unser DHB-Team also in die nächsten Aufgaben. Immer für ein Späßchen zu haben, unsere DHB-Jungs. In der Liga war am Wochenende Stuttgart zu Gast in Leipzig und Lemgo hatte den Bergischen HC zu Besuch. Einmal Aufsteigerduell und einmal Abstiegskampf in der Zusammenfassung und im Anschluss natürlich wie immer der Kurzüberblick über die weiteren Spiele. Die Leipziger mit einem Start ganz nach dem Geschmack der Gastgeber. Von einer 3:0-Führung ging es weiter zum 5:2 für die Grünen durch Lukas Binder. Stuttgart hier mit dem 3:5 durch Spatz fand wenig Mittel gegen clever und vor allem schnell spielende Leipziger. Und so setzten sich die Hausherren weiter ab. Die 6-Tore-Führung durch Peter Strohsack. Die erste Hälfte ging klar an den SCDHFK. Mit einem 18:9 wurde Stuttgart in die Pause geschickt. Trainer Christian Prokop begeistert vom Spiel seines Teams in Halbzeit 1. Das war eine fantastische Vorstellung, vor allen Dingen erste Halbzeit. So einen Handball hat man als Trainer selten gesehen, wo fast alles passt. Wir eine starke Torhüterleistung haben, wir eine beweglich aggressive, aber auch intelligente Abwehr spielen. Wir ganz viel Tempotore machen, also attraktiv für die Zuschauer von Beginn an. Auch Hälfte 2 begann mit Toren der Leipziger.
Die bis dato höchste Führung 11 Tore vor für Leipzig durch den Gegenstoß von Lukas Binder. Wenige Minuten später traf Philipp Poether nach der Balleroberung ins leere Stuttgarter Tor. Der TVB konnte dann den Rückstand wieder in den einstelligen Bereich verkleinern und sogar bis auf 5 Tore herankommen. Viel mehr als Ergebniskosmetik war das aber nicht. Nach 60 Minuten stand ein deutlicher 31:24 Sieg für die Gastgeber. 11 Punkte Abstand auf die Abstiegsränge hat Leipzig jetzt und kann damit schon langsam in die Planung für die nächste Erstligasaison einsteigen. Knapp 4.800 Zuschauer in Lemgo sahen eine hektische Anfangsphase ohne viele Tore. Nach 7 Minuten der zweite BHC-Treffer durch Alexander Oelze. Der TBV wartete fast 8 Minuten auf seinen ersten Torerfolg. Der Bergische HC dann mit Fehlern im Spielaufbau, dem TBV gelang mehr. Patrick Zieker mit dem 6:3 nach 18 Minuten. Kurz vor der Pause aber Ausgleich und der BHC durch Routinier Szilágyi sogar in Führung. Die insgesamt zerfahrene erste Hälfte endete mit 11:10 für Lemgo. Die zweiten 30 Minuten starteten mit dem Ausgleich des BHC und es sollte ausgeglichen weitergehen. Beim Stand von 19:19 sorgte dieser Gegenstoß und ein weiterer Treffer von Hose dafür, dass Kehrmann nach knapp 45 Minuten die Auszeit für Lemgo zog. Johnny, bleib vorne jetzt im Angriff! Danach war es aber der BHC, bei dem es rund lief. Die wachsamen Löwen zogen davon, 5 Tore Führung, 9 Minuten vor dem Ende der Partie. Keeper Gustafsson in dieser Phase mit einigen wichtigen Paraden. Auch seine Vordermänner erfüllten ihre Aufgaben, BHC-Eigengewächs Hose mit dem schönen Heber zum 28:23. Lemgo kam im Anschluss nochmal ran, aber die Partie war gelaufen. Der Bergische HC mit den ersten Auswärtspunkten überhaupt in dieser Saison und 2 ganz wichtigen Zählern im Kampf gegen den Abstieg. Ja, ich glaube, wir sind einfach dran geblieben, haben immer dran geglaubt, haben die Abwehr 3-mal umgestellt, immer darauf reagiert, was Lemgo gemacht hat und haben in der zweiten Halbzeit echt eine gute Angriffsformation für heute gefunden, wo wir viel Beweglichkeit reinbekommen haben mit den Kreuzbewegungen zu Maximilian Herrmann, der ein überragendes Spiel gemacht hat, vorne und hinten. Und natürlich auswärts, wenn du gewinnen willst, brauchst du so eine Torwartleistung, wie wir sie heute hatten. Ja. Mit 6 Treffern lagen die Hannoveraner 11 Minuten vor Spielende gegen Flensburg zurück und alles sah nach einem klaren Sieg der Gäste aus. Aber die Truppe um die Nationalspieler Schmidt und Heffner startete eine erfolgreiche Aufholjagd und Sven Sören Christoffersen traf in der letzten Spielminute zum Ausgleich. Georgic konnte den finalen Freiwurf nicht mehr im Tor unterbringen und Hannover bejubelte einen Punkt. Andi Schmid war der Mann des Spiels. 13 Treffer gelangen dem Löwenspielmacher gegen die MT Melsungen. Die Mannheimer eroberten mit dem überraschend deutlichen 34:24 Sieg die Tabellenspitze zurück und schlugen Melsungen zum zweiten Mal innerhalb von 9 Tagen. In der Tabelle nun also die Löwen wieder vorn, aber weiter punktgleich mit Kiel. Flensburg nach nur einem Punkt gegen Hannover, 2 Zähler dahinter, Melsungen auf Rang 4. Wetzlar punktete am Sonntag gegen Eisenach und ist an Berlin und dem begehrten 5. Platz dran. Der Bergische HC verlässt dank des Siegs in Lemgo die Abstiegsplätze und liegt damit knapp vor Eisenach. Lübbecke mit 6 Punkten, weiterhin Tabellenletzter. Abstiegskampf pur, der 20. gegen den 21. der zweiten Handball-Bundesliga. Nur ein Punkt trennte Springe und Bayer Dormagen vor dem Aufeinandertreffen in Springe. Wer die 2 wichtigen Zähler mitnehmen konnte, das seht ihr jetzt. 633 Zuschauer in Springe sahen eine ausgeglichene Anfangsphase. Bis zum Stand von 10:8 blieb Dormagen dran. Die Vorteile lagen aber bei den Handballfreunden Springe in Weiß. Diese zogen dann davon. 4 Tore in Folge, das 14:8 durch Janis Vautek. Robert Wetzel im Tor der Gastgeber mit 2 7-Meter-Paraden. Es lief gut für Springe. 6 Tore Führung zur Halbzeit. Aus dem 15:9 machten die Handballfreunde in Hälfte 2 schnell ein 19:10 und das Spiel drohte Dormagen komplett zu entgleiten.
Was folgte, waren zwei rote Karten. Auf Springerseite musste Tesch die Platte räumen, nachdem er Alexander Feld hier in der Luft gestoßen hatte. Nur 2 Minuten später verlor auch Dormagen einen Spieler. Eisenkratzer mit Rot nach diesem Foul. Der TSV erholte sich besser von der Disqualifikation und kam 7 Minuten vor dem Ende nochmal auf 5 Treffer ran. Springer ließ sich aber nicht mehr nervös machen und fuhr die 2 Punkte sicher mit 30-23 ein. Eine bittere Niederlage für den Tabellenletzten aus Dormagen. Springer bleibt im Jahr 2016 ungeschlagen und kämpft weiter mit aller Macht gegen den Abstieg. Die Tabelle wird weiter angeführt von Erlangen. Minden jetzt 2 Punkte dahinter, jedoch bereits mit einem Spiel mehr. Dritter ist Coburg. Ganz eng ist es auf den Abstiegsrängen. Hagen, Springe und Hennstedt-Ulzburg jeweils durch nur einen Punkt getrennt. Dormagen mit 2 Zählern Abstand auf Rang 21. Der nächste Ligaspieltag startet am Mittwoch. Vorher könnt ihr aber noch das DHB-Team sehen. Die Arena Leipzig und die Max-Schmeling-Halle in Berlin sind natürlich fast voll. Es gibt aber noch einige wenige Restkarten unter dhb.de/tickets. Wenn ihr nicht live in der Halle dabei sein könnt, gibt's die Spiele natürlich auch im TV. Das erste Nationalmannschaftsspiel nach der Europameisterschaft überträgt die ARD am Freitag. Um 18 Uhr geht es in Leipzig gegen Katar los. Sonntag spielt das Goldteam dann in Berlin, wieder gegen Vize-Weltmeister Katar. Sport 1 geht für euch um 15 Uhr auf Sendung. In der DKB-Handball-Bundesliga empfängt am Mittwoch dann der Aufsteiger aus Stuttgart den Tabellenführer. Der TVB gegen die Rhein-Neckar-Löwen ab 18.55 Uhr auf Sport 1. Auf geht's in die neue Handballwoche. Entweder live in den Hallen oder daheim vom Fernseher. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Alles, was passiert ist, erfahrt ihr dann nächste Woche wieder bei uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.